Moin Moin YouTube und herzlich willkommen zurück bei Geckos Datia. Es freut mich sehr, dass ihr wieder hier seid. Heute gucken wir uns einfach mal an, wie ich mich eine Viertelstunde warm mache, bevor ich gegen jemanden spiele, in dem Fall ein Freund von mir. Das hier ist wirklich 15 Minuten mehr oder weniger, also es ist uncut, es ist komplett uncut, es ist nur ein einziges Video, in dem ihr seht, was ich so mache, wenn ich das erste Mal ans Oki steppe. Dazu sei gesagt, das sind wirklich meine allerersten Darts und ich glaube, da könnt ihr vielleicht ein bisschen relaten. Man spielt Dart, man stellt sich ans Dartboard, vielleicht hat man zwei, drei Tage nicht gespielt, wie ich hier, und wünscht sich dann natürlich von sich selber, dass man direkt die perfekte Performance ans Board legt, zumindest die für sich perfekte. Aber das passiert halt in den seltensten Fällen. Mal eben ein paar Pfeile werfen klappt nicht so häufig. Deswegen habe ich mir zumindest versucht, einen gewissen Ablauf anzuarbeiten, in dem Doppel, in dem Finishes und in dem Scoring geübt wird. Und das dauert so ziemlich genau 10 bis 15 Minuten. Das versuche ich eigentlich immer, wenn ich das erste Mal an ein Board gehe, sei es jetzt am Tag oder sei es auch nach einer Pause, wenn wir irgendwie zu einem Auswärtsspiel gefahren sind, versuche ich immer das einmal komplett durchzuspielen und danach kann ich mich dann um meine Teammitglieder kümmern. Dann kann man ein bisschen zusammenüben, ein bisschen gegeneinander spielen, 170 oder was auch immer. Ihr seht hier, ich wechsle einfach fluide hin und her zwischen der 19 und der 20. Das ist auch ganz normal, Scoring eben, und bin hier auch sehr mit mir unzufrieden. Und ich glaube, auch das könnt ihr nachvollziehen. Aber auch da müssen wir ganz ehrlich sagen, selbst die Profis, die sich ans Dartboard stellen und die ersten Pfeile reinwerfen, die spielen sich stundenlang warm. Bevor sie Turniere spielen, auf Turnieren spielen sie sich stundenlang warm, damit die in den richtigen Flow kommen. Die Zeit hat, glaube ich, keiner von uns. Zumindest keiner, der berufstätig oder schulpflichtig ist. Das heißt, wir können uns auch nicht unbedingt und wir sollten uns auch gar nicht mit Leuten vergleichen wie Michael Smith, Michael van Gerwen, Gary Anderson, Johnny Clayton, wie auch immer. Übrigens, um den Fragen vorzubeugen, das sind 26 Gramm Red Dragon Johnny Clayton Darts mit einem Fit-Flight-System angebaut, in Intermediate- und Standardform. Damit keiner sagen kann, ich würde euch nicht verraten, was für Darts ich spiele. So. Genau, jetzt gehen wir letztes Mal ein bisschen aufs Bull, das auch wo auch immer der zweite hinging. Ich bin immer ganz zufrieden, wenn ich zwei Bull-Scoring-Punkte habe. Das ist in dem Fall ein Double Bull, das heißt, es ist völlig okay, da kann ich mit leben. Und ich glaube, gleich sollte der Punkt kommen, wo ich dann anfange, auf Doppel zu gehen. Genau jetzt. Da werfe ich gar nicht groß drauf. Ich gehe einfach einmal rum, werfe auf jedes Doppel einmal. Habe hier auch direkt die 1 erstmal mitgenommen. Die Doppel 1 und die anderen beiden waren so nah dran, dass ich mich da nicht drüber ärgern würde. Weiter geht's mit der 4, wenn alle mitgezählt haben. Der ist ein bisschen weiter außerhalb. Der ist ein bisschen weit innerhalb. Die 6 ja, also auch ein interessantes Thema. Was sind eure Lieblingsdoppel? Tatsächlich muss ich zugeben, dass ich eigentlich drei Doppel habe, auf die ich sehr gerne spiele. Das sind die Doppel 20, die Doppel 12 und die Doppel 6. Ich habe mich auch ein bisschen mit der Doppel 10 arrangiert, die konnte ich eine Weile wirklich gar nicht leiden. Hier ist der nächste Treffer in der Doppel 8. Doppel 8 und Doppel 16 sind praktisch und okay. Wenn ich irgendein Doppel gar nicht mag, ist es die Doppel 4. Zumindest von denen, die man häufiger spielt. Weiter geht's, auf die 10, andere Seite direkt über die 11, der ist sogar drin, das ist ganz cool, weil von der 10 auf die 11 ist natürlich ein riesiger Switch, da ist jede Menge Board zwischen, muss man sich komplett neu orientieren und da kann man sich schon mal freuen, wenn man den Dart auch reinhaut. Mal kurz checken, ob die Aufnahme läuft. Wie gesagt, ich habe keine Katze hier reingesetzt, damit ihr nicht denkt, dass ich hier die schönsten Dinge zusammenschneide. Im Gegenteil, hier kommen noch ziemlich hässliche Dinge. Falsches Doppel, die 11, leider die 14 wollte ich haben. Wieder ist der drin, ich weiß nicht genau, okay, ich glaube, der war drin, ansonsten war eine Doppel 2. Das ist so eine Sache, die ich auch bei den letzten Ligaspielen gelernt habe. Und da muss ich das wirklich ganz, ganz hart ansprechen. Es geht ganz, ganz viel über Timing, ganz, ganz viel mehr wert ist Timing als Scoring. Wenn du in den richtigen Sekunden da bist, hier nochmal auf Bull, nein. Wenn du in den richtigen Sekunden da bist und in den richtigen Sekunden auscheckst, dann spielst du, oder einfach auch schneller auscheckst, dann wirst du jemanden, der passabel scored, aber seine Probleme beim Checken hat, ganz, ganz klar ausscoren. Schade, keine 100. Das mache ich immer so dazwischen, dann kommt man ein paar Würfe auf die Triple-Felder, damit ich noch ein bisschen Scoring einstreue. Ich habe jetzt ja wieder ein, zwei Minuten nur auf Doppel geübt. Gehe jetzt nochmal runter auf die 19. Eine Triple 3 mit, immerhin. Noch eine Triple 3. Schade. Wären die in der Triple 19, wäre das eine richtig schöne Aufnahme. Aber auch das kennt ihr wohl. Ja, die war noch die 18, ich habe mich schon ein bisschen gewundert. Schade. Die Triple 13 ist natürlich so eine Sache, die Punkte nimmt man gerne mit, sind 39 Punkte, also theoretisch nicht schlecht, aber es ist ja nicht das, was ich haben wollte. Hier
gehen wir auf die 17. Ich gehe jetzt einfach einmal die Zahlen runter, glaube ich. Das heißt, der nächste Wurf dürfte auf die Triple 16 kommen. Und mal schauen. Ich glaube, bis 15 spiele ich runter, weil normalerweise die 15 ja auch noch was ist, mit der man sich gerne mal Sachen stellt. Ja, die dürften auch Triple 18, 16 geworfen sein. Die Triple 15 hat man ja auch immer noch ganz gerne. Also für mich gilt ein Wurf als passabel, also zumindest okayisch, wenn ich zweimal die große Zahl getroffen habe, die ich treffen wollte. Aber als richtig gut, als akzeptabel für mich, gilt er eigentlich erst bei 3 Hits der großen Zahl. Das heißt, ich möchte auf die 15 werfen, dann brauche ich mindestens 3 Scorer auf der 15. So, ich glaube, jetzt kommt die Runde 121. Genau, ich fange mal mit 121. 101 Rest, das ist 45. 66 Rest, 58 Rest. Habe ich das richtig gesagt? Habe ich nicht, ich habe mich verrechnet. Entweder habe ich mich jetzt hier verrechnet oder in Game. Auf jeden Fall war ich bei 48 Rest, deswegen habe ich auf die 16 geworfen. Macht ja nichts. Nein, ich hab mich hier verrechnet. Das ist absolut richtig. 48 war absolut richtig. Und ich schaff's nicht auszuchecken. 121 natürlich mit 9 Darts auschecken, die 121. Also auf ein neues. 117 Rest. 116 Rest. 115 Rest. Sehr gut. Das war nix. Ganz schwache Runde. Ich spiele das noch weiter. Rest, 40 Rest, weit weg. Waren auch 3 Darts mehr, Gecko. Haben wir nicht richtig mitgezählt, würde ich sagen. Auf jeden Fall finde ich es auch relativ wichtig, ein paar wirkliche Spiele einzubauen, nicht einfach nur Scoring. Das heißt, einfach nur wild die Triple 20 runterschreddern kann halt jeder. Deswegen, 121 ist ein schönes Spiel, 170 ist ein gutes Spiel, 50 ist ein gutes Spiel, aber da kommen wir noch zu. Ich habe es natürlich nicht mitgezählt und ich habe es nicht gesagt, weil ich blöd bin. Rest. Ach, guck an. Gut, dass ich mir selber diese Hinweise gebe. 44 Rest. Jetzt überlege ich, ob ich die 4 oder die 12 gehe. Aber die 4 ist klüger, weil ich bei der 4 nebenan die 18 habe. Und wenn ich dahin abweiche, dann, naja. Mach ich aber nicht. Schade. Und da merkt man es halt, ich ärgere mich um mich selber, aber das macht gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Also das ist wirklich einfach nur absolut destruktiv. Jetzt gehe ich einmal die ganzen großen Zahlen ab. Das auch merkt, wenn ich merke zum Beispiel, dass eine Übung nicht läuft, 121 eben, dann streue ich was anderes ein, um den Fokus ein bisschen zu brechen, um mich auf was anderes zu konzentrieren. Hier jetzt die 5 weit daneben. Die 6 ist allerdings drin, gar nicht auf die Doppel gezielt groß, einfach nur um zu gucken, ob ich diese große Zahl treffe. Der erste sollte eigentlich in die 7, glaube ich. Aber der zweite ist immerhin auch in der 8 drin. 10, 11, 12 die nächsten Ziele. Nur so seht ihr auch mal ganz uncut, dass ich genauso schlechte Tage habe wie andere auch. Und vor allem, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Das heißt, nur weil ich, wenn ich mich warm gespielt habe, gut spiele, heißt das nicht, dass ich in den ersten paar Minuten an Bord gut spiele. Es mag noch dazu kommen, dass man zwangsläufig, das kann zum Beispiel jeder YouTuber, glaube ich, bestätigen, dass du zwangsläufig, wenn du Videos aufnimmst, einfach schlechter spielst. Das mag auch daran liegen, dass du eben ganz genau weißt, dass du jetzt performen solltest, weil sonst wird es peinlich. Und hier ärgere ich mich natürlich wieder darüber, dass ich die großen Zahlen nicht treffe. Auch völlig legitim. Die sind zwar alle relativ nah dran, wie der hier zum Beispiel. Aber davon kann ich mir dann im Endeffekt auch nichts kaufen. Aufs Bull und der ist tatsächlich drin. Nein, der snappt daneben. Ich habe hier nur so einen kleinen Vorschaubildschirm. Ich kann es nicht so gut sehen wie ihr.
Genau, jetzt spiele ich 50. 50 heißt, ich möchte den Score von 50 Punkten mit 3 Darts checken. Schaffe ich in dem Fall nicht. Das heißt, ich rutsche einen Punkt runter auf 49. Schaffe ich das, rutsche ich 10 Punkte hoch. Was auch immer ich da gerade geworfen habe. Genau, 48 immer über die 8 oder die 16, einfach auf den Draht dazwischen zielen. Dann habt ihr immer ein Finish gecheckt. Das heißt, wir rutschen hoch auf 58. Ne, bei 48 immer auf den Draht zwischen der 8 und der 16 zielen. Dann habt ihr entweder Doppel 16 Rest oder Doppel 20. So, hier Doppel 20, letzter Wurf. Schade, knapp drunter, also 57. Das ist allgemein ein Spiel, über das ich nochmal ein eigenes Video machen werde. Das ist mich sehr ans Herz zu legen, genau das zu machen. Ich möchte mich hier auch jetzt nochmal, während wir mir zugucken, wie ich die letzten Dinger verkacke, nochmal ganz kurz was ansprechen. Tut mir wirklich leid, dass im Moment so wenig Content kommt. Das ist sowohl auf Instagram als auch auf YouTube so. Das hat einige Gründe. Damit, dass ich ein bisschen krank war, sogar ein bisschen doller krank, wenn ich ehrlich bin. Das hat auch damit zu tun, dass ich einfach sehr viel arbeiten muss im Moment. Ich bin selbstständig, das heißt, ich kann nicht einfach sagen, ich mache das hier nicht und ich habe 8 Stunden und das war's jetzt. Und dazu kommt die Planung meiner Hochzeit. Das kann ich und möchte ich auch gar nicht meiner Verlobten alleine aufdrängen. Obwohl die natürlich Spaß dran hat, aber das ist so eine Sache, die wir natürlich beide machen müssen. Schade, nicht gecheckt. Deswegen hoffe ich, dass ihr ein bisschen Verständnis habt. Wenn ihr das Video bis hier geschaut habt übrigens, dann könnt ihr mal, ich bin hier, in die Kommentare schreiben oder irgendwas dazu. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann weiß ich ja direkt, wer hier immer bis ganz zum Schluss da ist. Außerdem, wir nähern uns, obwohl ich echt wenig mache. Hoppla. Den 500 Abos, das freut mich sehr. Und dann wird es auf jeden Fall ein Special geben, ein Gewinnspiel, und ihr könnt vielleicht sogar einen Dart abgreifen. Vielleicht sogar 3. So, ich bin wieder bei 121. Rest. Um euch mal wieder abzuholen. Das heißt, wir gehen auf die 20, weil ich gerne den Rest hätte. So, ging jetzt auf 19, nicht getroffen. Und dadurch ist das schon nicht mehr checkbar. Naja. Und nochmal von vorne. Ich kann es dann auch nicht auch mehr sitzen lassen. Das ist dann auch so ein Teufelskreis. Man fängt dann an und man will es dann unbedingt schaffen. Aber dadurch, dass man dann eben schon so ein bisschen angefressen ist, wie ich das jetzt hier bin, schafft man es halt nicht. Das heißt, Triple 17 für 20 Rest. Oh, schade. Wird es nicht sein müssen? Ach, Triple 3. Dadurch Doppel 17 Rest statt Tops. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Ja. Und verkackt mich zu stellen. Und ich glaube, gleich war es das auch erstmal. Weil meine Zeit abgelaufen ist. Genau, das ist auch ganz wichtig. Ich hatte gerade, wenn man so 119 Rest hat, dann geht man niemals auf die 20, weil dann hat man 99 Rest und 99 Rest kannst du mit 2 Darts nicht finishen. Schade. Und damit entlasse ich euch. Es war mir eine große Freude, für euch da zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bis denne. Einen wunderschönen Tag noch. Und wie immer, good Darts.